So. Jetzt ist doch egal, jetzt ist doch egal. Du hast sie die ganze Zeit schon nicht auf. Ja, so wie er sitzt, haben wir genug Abstand. Lass weg. Ja. Bei euch macht Gott sei Dank keiner ein Foto, da kann nichts passieren. Ja. Gut, legen wir los. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei Jahn Regensburg mit unserem Cheftrainer Jan Zimmermann, mit euren Fragen. Andreas Willicke von Hatz und NP fängt an. Jan, Julian Börner hat ein vielbeachtetes Interview, finde ich, heute gegeben, in dem er gesagt hat, dass ein paar Mitspieler, ich fasse mal so zusammen, hätten es nötig, mal einen Tritt in die Hintern zu bekommen. Und es würden nicht alle immer die richtige Einstellung bringen. Und es wären auch Spieler, die tolle Form bei anderen Vereinen gezeigt hätten, aber dass da jetzt einfach gerade im Moment nicht rankommen. So zusammengefasst in etwa. Und auch noch, man soll jetzt mal aufhören, vom Umbruch zu reden, wir müssen jetzt langsam in die Puschen kommen. Ist das so, das, was du, teilst du das, und hat es darauf eine Reaktion in der Kabine gegeben von denen, die er offensichtlich ja gemeint hat? Also ich habe das Interview auch gelesen. Ich glaube, war jetzt auch ein bisschen Interpretation von dir. Also so ein paar Zitate habe ich da jetzt nicht wiedergefunden, die ich gerade gehört habe. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst und was du meinst. Und ich finde es erstmal gut, dass ich nicht nur Julian, sondern auch ein paar andere Spieler habe, die nicht nur selbstkritisch sind, sondern auch generell kritisch. Und wir sind auch intern sehr kritisch, gehen wir miteinander um. Wir reden immer davon, dass wir ein gutes Klima haben. Dazu gehört auch, sich auch die Meinung zu sagen und sich auch zu kritisieren. Das haben wir jetzt gemacht. Das haben wir auch nach Siegen gemacht, nach den beiden Siegen am Stück. Das haben wir jetzt natürlich noch deutlicher gemacht nach dem Spiel gegen Schalke und auch dann dem Verlauf gegen Nürnberg. Das zeigt mir, dass er natürlich auch nicht damit zufrieden ist. Darf das Ganze jetzt aber auch nicht überbewerten. Also natürlich hinterfragen wir das, was wir machen. Natürlich wollen wir das besser machen. Wir dürfen jetzt aber auch nicht die Nerven verlieren. Ich denke, wir haben auch gegen Sandhausen eine gute Leistung gebracht. Wir haben uns halt dann selber um den Sieg oder um die Punkte gebracht. Wir haben auch gegen Nürnberg unterm Strich einen guten Auswärtspunkt geholt. Die stehen auch oben. Und mit ein kleines bisschen mehr Glück hätten wir vielleicht gegen Schalke einen Punkt geholt. Dann würden wir jetzt hier darüber reden, dass wir seit 5 Spielen ungeschlagen sind. Hätte, wenn und aber zählt halt nicht. Und die Form der letzten beiden Spiele muss man dann halt schon noch hinterfragen. Aber wir dürfen jetzt auch nicht alles über den Haufen werfen. Es ist halt ein Prozess. Und der ist halt dann auch immer mal wieder ein bisschen schwierig. Und wir haben den einen oder anderen Spieler, der jetzt auch in den letzten beiden Spielen nicht in Topform war. Wir hatten jetzt mit Sicherheit auch im Offensivbereich jetzt noch nicht mal in einem der Spiele den Spieler, wo man dann hinterher sagt, okay, der war heute in so einer Topform, dass er für uns den Unterschied gemacht hat. Das sieht man bei anderen Spielen halt auch. Da schießt dann mal einer 2 Tore. Ist der Spieler des Tages so? Das fehlt uns noch so ein bisschen, dass mal einer wirklich dann für uns dann auch offensiv das Spiel gewinnt. Nochmal, ich sehe die Jungs im Training. Ich glaube an ihre Qualität. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns nicht kleiner und schlechter machen, als wir sind. Und wir werden und haben schon in dieser Woche gut und intensiv arbeiten, versuchen positiv zu sein, um selbstbewusst nach Regensburg zu fahren, um dann es da dann halt auch wieder deutlich besser zu machen, als wir es gegen Schalke gemacht haben. Eine Nachfrage von Andreas Willicke. Die Qualität ist ja da. Unbestritten, das sagst du ja auch und sieht man ja auch teilweise, aber eben nicht dauerhaft. Und das ist ja wahrscheinlich das Problem. Also stimmst du ihm dazu, dass es da noch ein bisschen was fehlt? Ja, also das ist ja, wir belügen uns ja nicht in die Tasche. Ne? Also wir haben deutlich zu wenig Tore geschossen, wir haben deutlich zu wenig Punkte geholt. Und wir haben auch in Spielen, in denen wir es gut gemacht haben, uns am Ende dann auch nicht dafür belohnt. Wir hätten in Bremen gewinnen müssen in der Phase, wo wir richtig stark waren. Wir hätten gegen Nürnberg in Führung gehen müssen in der Phase, wo wir richtig gut waren in der ersten Halbzeit. Wir hätten gegen Sandhausen in Führung gehen müssen in der Phase, wo wir drückend überlegen waren. Wir hätten gegen St. Pauli hier zu Hause hinten raus 3-0 gewinnen müssen, weil wir solche Konterchancen hatten. So, dann würden wir nicht über zu wenig Tore reden, würden wir nicht über zu wenig Punkte reden. Also wir hatten schon unsere Situation und haben die dann in diesen Spielen einfach dann auch nicht so konsequent und so zielstrebig zu Ende bekommen. Das zeigt aber auch, dass wir diese Situation hatten, dass die Ausgangssituation schon auch eine andere sein könnte. Aber wir reden immer nur von hätte und könnte. Wir müssen jetzt einfach auch sehen, dass wir jetzt in dieser englischen Woche, in diesen 3 Spielen dann für uns auch wirklich viele positive Dinge, Punkte, Tore rausziehen, um dann auch wieder in eine bessere Situation für uns zu kommen. Stefan Hux von Radio 21, danach Gunnar Meggers.
Stichwort hinterfragen, wie beschreibt ihr denn intern den Zustand, der aktuell da ist? Fehlt es nur an Balance zwischen stabiler Defensive und nicht so guter Offensive oder fehlt einfach nur das eine Erfolgserlebnis, um dann eben mehrere Tore auch zu erzielen? Wie ist denn die Lage? Ist es schon eine Krise oder? Also erstmal, was wir intern besprechen, bleibt auch intern, sonst wäre es ja nicht intern. Wir wissen, dass wir jetzt auch in den letzten beiden Spielen deutlich zu wenig Offensivsituationen kreiert haben und auch in den offensiven Zweikämpfen nicht so gut durchgesetzt haben, wie wir es machen müssen, um dann auch Torschancen und Torschancen zu bekommen und Tore schießen zu können. Daran arbeiten wir. Da versuchen wir natürlich auch taktisch die Spieler vielleicht in bessere Situationen zu bekommen. Aber in erster Linie geht es halt einfach darum, sich dann offensiv auch besser durchzusetzen, auch mal ein 1 gegen 1 zu gewinnen. Und wenn du dich offensiv nicht mal durchsetzt in einem 1 gegen 1, bekommst halt auch nicht mal Druck auf die Abwehr und Torgefahr. Und da müssen wir dann die Offensivspieler schon auch in die Pflicht nehmen, dann da präsenter zu sein. Gunnar Meggers vom Kicker. Es hieß ja auch in der letzten Saison immer, die Mannschaft hat die Qualität, bringt nur nicht auf dem Platz, zumindest nicht dauerhaft und nicht kontinuierlich. Jetzt hören wir im Grunde genommen das Gleiche. Hast du nicht so ein bisschen Angst auch, dass das zum Dauerbrenner werden kann? Ja, die letzte Saison kann ich jetzt nicht bewerten. Also ich habe sie natürlich bewertet, aber ich kann da jetzt auch schlecht was zu sagen. Steht mir auch nicht zu. Zu dieser Saison kann ich sagen, natürlich haben sich alle, ich natürlich auch besonders, sich das schon anders vorgestellt, dass wir nach 10 Punkten in einer anderen Situation sind und durchschlagskräftiger sind. Das hat jetzt nicht funktioniert. Wir haben dafür ein paar Gründe ausgemacht. Wir arbeiten fleißig daran und mehr kann ich ja nicht beeinflussen. Also natürlich bin ich als erstes nicht damit zufrieden, wie wir jetzt dastehen und wie es jetzt ist. Wir waren, denke ich, mit diesen beiden Siegen und darüber weite Strecken gegen Sandhausen auf einem richtig guten Weg. Von dem sind wir jetzt wieder so ein bisschen abgekommen, trotzdem wir auch gegen Nürnberg in vielen Phasen viel gut gemacht haben. Und jetzt müssen wir einfach sehen, dass wir da eine größere Durchschlagskraft, habe ich eben schon gesagt, entwickeln können, um dann auch mal so einen positiven Trend für uns zu gestalten. Der wäre mit einem Sieg gegen Sandhausen möglich gewesen, da haben wir es halt leider liegen lassen. Da hätten wir mit Sicherheit mal in gutes Fahrwasser und Rückenwind kommen können. Jetzt müssen wir einfach versuchen, das wieder aufzunehmen. Lars Beiker von der Bild. Ist es nicht ein Stück weit normal, was jetzt auch passiert? Also du hast ja gesagt, wir müssen geduldig bleiben, wir müssen die Ruhe bewahren. Dass nach so einem großen Umbruch in allen Bereichen dann auch einfach so Dinge passieren jetzt, wie solche Ergebnisse, die jetzt zustande kommen? Klar, es ist normal. Ist natürlich auch ein Punkt, den ich thematisieren könnte, aber ich will es mir auch nicht so einfach machen. Also das Umfeld hat einen Anspruch, der Verein hat einen Anspruch, ich habe den auch. Und wir versuchen natürlich so schnell wie möglich, das so gut wie möglich und erfolgreich hinzubekommen. Und ich bin relativ ruhig, weil ich wusste, dass es auch diese Rückschläge geben kann. Trotzdem bin ich auch ehrgeizig genug und die Mannschaft auch, dass wir natürlich Spiele gewinnen wollen. Und dann tut natürlich so eine Niederlage wie gegen Schalke, tut natürlich richtig weh, wenn es dann in der letzten Minute passiert. Aber auch die Art und Weise, wie wir spielen, enttäuscht mich dann natürlich auch. So, klar müssen wir mit diesen Rückschlägen rechnen. Und klar ist das auch einkalkuliert. Trotzdem sind wir für mich persönlich halt auch ein Stück weit hinter den Erwartungen, die ich mir auch selber stecke, zurück. Nachfrage von Lars Beiker. Spürst du denn nach wie vor das uneingeschränkte Vertrauen und dass ihr alle zusammen diesen Weg gehen wollt? Also ihr habt ja irgendwann mal entschieden, wir machen es jetzt so mit Management, mit Vereinsspitze. Spürst du denn noch dieses unbedingte Vertrauen, diesen Weg weiterzugehen? Also ich spüre nichts anderes. Also wir arbeiten total vertrauensvoll und eng zusammen. Wir sind in einem guten Austausch. Ich habe schon das Gefühl, dass alle Beteiligten sich wirklich wünschen, dass das funktioniert, was wir hier machen. Aber am Ende des Tages bin ich halt dafür verantwortlich und ich mache mir, glaube ich, selber da den größten Druck, dass wir das besser hinbekommen, weil es nichts Beschisseneres gibt, als Spiele zu verlieren. Und das macht einfach keinen Spaß. Und das wünsche ich mir einfach für die Mannschaft, für die Fans, das wünsche ich mir für Martin Kind, für Markus Mann, aber auch für mich, dass wir einfach erfolgreicher sind. Darum geht's. Stefan Hox von Radio 21. Stichwort Erwartungen. Die wenigsten sogenannten Experten hätten wohl erwartet, dass Regensburg nach 10 Spieltagen da oben steht, mit, ich glaube, 19 Punkten und nur einer Niederlage.
Was habt ihr beobachtet? Also Zufall ist es wahrscheinlich ja nicht, dass sie eben so konstant da oben mitmischen. Nee, wenn nach 10 Spieltagen so weit oben steht, der hat mit Sicherheit eine Menge richtig gemacht und man sieht halt wirklich eine sehr homogene, aggressive, laufbereite Mannschaft, die dann auch aus relativ wenig viel machen kann, wirklich viel Torgefahr entfachen aus verschiedenen Positionen, sehr zielstrebig und sehr klar in ihrem Spiel sind, sehr zweikampfstark sind. Das wird eklig in Regensburg, das wird sehr, sehr eklig. Für uns ein guter Prüfstein zu gucken, ob wir das, was Julian jetzt dann da auch von den Jungs eingefordert hat, ob wir das dann auch auf den Platz bekommen. Andreas Willecke. Eine blöde Frage. Hast du schon mal im Wetterbericht geguckt? Also das letzte, vor 2 Jahren hat es richtig geschneit, weiß nicht, Heiko kann sich sicher daran erinnern. Im letzten Jahr war Nebel, also eigentlich ist ja wieder zu erwarten, dass wieder irgendwie Mist passiert. Aber gut, das war eine... Wir nehmen es, wie es kommt. Das haben wir bisher gemacht, das machen wir da auch. Ich denke, wir sind außer auf Schnee mit Sicherheit auf alles vorbereitet. Wenn es Sonntag schneien sollte, dann wäre es eine große Überraschung. Aber wir gucken, dass wir das beeinflussen, was wir beeinflussen können. Andreas Willecke. Ja. Was mich interessiert, ist Sebastian Kerk, der ja eigentlich auch geholt worden ist, auch ja schon als wichtiger Spieler, ne? Der auch seine Tore so machen soll. Und da ist nach meinem Dafürhalten und meiner Meinung ist er nicht da, wo ihr ihn gerade haben hättet oder gerne hättet. Ich glaube, das ist auch einer von denen, die Julian Börner so gemeint hat. Was ist mit ihm los? Wie kann man ihn kitzeln oder in die Spur bringen? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass man Kerko kitzeln muss. Der ist auch sehr, sehr selbstkritisch und mit seiner persönlichen Situation auch nicht zufrieden. Der ist wirklich fleißig und arbeitet hart. Ist natürlich jetzt in so einem kleinen Tief. Das brauchen wir ja auch nicht beschönigen. Er ist mit seiner Leistung dann nicht so zufrieden. Ich in Phasen auch nicht. Er ist trotzdem sehr bemüht, aber sehr unglücklich in seinem Spiel. Und natürlich, klar, ist das natürlich auch, wenn wir dann immer hier die Thematik bekommen, dass unsere Stürmer zu wenig Tore machen, ist natürlich auch die Torgefahr und der Druck aus dem Mittelfeld ist jetzt auch nicht so da, wie ich mir das wünsche und vorstelle. Das betrifft aber nicht nur Kerko, das betrifft natürlich auch einen Sebi Ernst und die anderen Mittelfeldspieler, die wir haben. Wenn ich dann sage, wir müssen halt auch mal ein 1-gegen-1 lösen, um mehr Druck auf die Abwehr zu machen, dann gilt das natürlich auch gerade für diese Position, dass wir da aus dem Mittelfeld auch mehr Dynamik nach vorne entwickeln und mehr Torgefahr. Weitere Fragen. Andreas Willecke. Du hast ja einen Ex-Regensburger in deiner Mannschaft, mit Stolze. Ist der so weit, dass er spielen könnte? Oder bist du so ein Trainer, der sagt, okay, Spieler, die vom anderen Verein kommen, um denen jetzt nochmal zu zeigen, setze ich ihn ein? Oder spielt das bei dir jetzt so keine Rolle? Ich habe es schon gemacht. Ich habe es aber auch mal nicht gemacht. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie derjenige gerade in der Form ist und was ich für ein Gefühl habe. Stolle ist auch ein super Junge, der zu Saisonbeginn wirklich sich super in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, den dann aber diese Verletzung so ein bisschen rausgebracht hat, der jetzt auch halt noch nicht in der Topform ist, in der er schon mal war. Und dem wird es mit Sicherheit auch gut tun, mal ein Erfolgserlebnis zu haben, um dann mal so einen Brustlöser zu haben. Das betrifft jetzt ja eine Handvoll Spieler. Ist natürlich so, dass wenn man dann die Spiele nicht gewinnt und nicht erfolgreich ist und man hat viele intelligente, reflektierte Spieler in seinen Reihen, dass die sich dann halt ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber klar, Stolle ist für das Spiel mit Sicherheit eine Option. Stefan Ochs von Radio 21. Frage geht auch in die Richtung. Wir haben ja schon mitgekriegt, dass sich jetzt so mehr oder weniger das Gros der Startelf rauskristallisiert hat. Mit Blick auf diese englische Woche, von der wir ja gehört haben, wird trotzdem so ein bisschen rotiert jetzt auch. Könnte das sein? Also, wenn sich bei dir eine Startelf rauskristallisiert hat, bist du weiter als ich. Ich habe, glaube ich, zu Wochenbeginn gesagt, dass jetzt natürlich jeder die Chance hat, sich in der Woche zu präsentieren, weil wir jetzt aus den letzten 3 Spielen nicht die Punkte und nicht die Leistung gebracht haben, die wir uns alle vorgestellt haben. Deswegen hat sich bei mir da bis jetzt noch nichts rauskristallisiert. Okay. Lars Beike, danach Gunnar Meckers. Lars Beike von der Welt. Klär uns doch mal auf, wer hat sich denn aufgedrängt? Also wir hatten ja alle die Chance, es war ja heute auch schon Training. Mhm. Da wird ja vielleicht der eine oder andere dabei gewesen sein, der... Ich habe diese Woche wirklich gute Erkenntnisse gewonnen. So, wer wirklich jetzt auch gezeigt hat, dass er am Wochenende auf dem Platz stehen will. Da gibt es 2, 3 Jungs, die wirklich...
deutlich aufzeigen, dass sie auf dem Platz stehen wollen. Und das brauchen wir auch. Das brauchen wir. Wir brauchen Sonntagsspieler, die wirklich dann auch richtig Bock haben, auf dem Platz zu stehen, die sich das in dieser Woche auch erarbeiten und verdienen und dann auch dieses positive Gefühl, diese Dynamik mitbringen. Wir werden da, habe ich ja eben gesagt, auch sehr gefordert sein. Da brauche ich Spieler, die dann auch wirklich die Bereitschaft haben, da alles zu investieren, weil mit weniger als allem werden wir mit Sicherheit da keine großen Chancen haben. Gunnar Meggers vom Kicker. Ich weiß jetzt nicht, ob er zu den Spielern da gehört, die sich jetzt aufgedrängt haben diese Woche. Wie sieht es denn mit Florent Muslia aus? Der war ja am Anfang Stammspieler, dann kam dieses Dresden-Spiel. Jetzt ist er länger raus. Wie ist denn seine Situation im Moment? Ja, bei Flo war es natürlich dann ein bisschen schwierig, so, denn auch gegen Darmstadt sehr unglücklich gespielt nach seiner Einwechslung und danach war Länderspielpause, da war er dann bei der Nationalmannschaft, dann haben wir natürlich viel an unseren Abläufen gearbeitet, da ist er dann so ein bisschen hinten rausgefallen, danach hat es ganz gut funktioniert und ist natürlich auch einer von den Spielern, die jetzt in dieser Woche eine gute Möglichkeit hatten, wieder aufzuzeigen, okay, jetzt hat das, was vielleicht dann 2-3 Spiele gut funktioniert hat, nicht mehr funktioniert, jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen Platz, der frei werden kann und Flo hat es mit Sicherheit jetzt auch ordentlich gemacht, wie ein paar andere auch. Ist natürlich auch ein Spieler, der Qualitäten hat, die uns helfen können, wenn er sie dann in den Dienst der Mannschaft einbringen kann. Deswegen ist Flo, genauso wie Stolle, auch eine Option. Andreas Willicke. Du hast ja nach dem Schalke-Spiel direkt schon gesagt, wo das der Niklas Hult ein bisschen gefehlt hat, weil mit seinem Offensivdrang, mit seiner Dynamik, seiner Kreativität, dass er da auch ein bisschen was für euch ja, bewirkt im Vorwärtsgang. Ist er jetzt schon wieder hundertprozentig, dass er spielen kann? Oder? Ja, er ist hundertprozentig fit, eine gute Trainingswoche gemacht. Jetzt müssen wir einfach gucken. Jetzt ist natürlich wieder ein anderes Spiel. Jetzt treffen wir auf einen robusten Gegner. Aber Niki, bin ich natürlich froh, dass er jetzt wieder eine Option ist. Denke, das hat man gesehen, gerade in unserem Spiel nach vorne mit seiner Ballsicherheit und seinen offensiven Ideen, seinem guten Passspiel, ist er schon für uns wichtig. Lars Weike von der Bild. Du hast ja auch einen anderen Torwart in Regensburg im Tor stehen. Müssen sich die Leute da umstellen? Ist der Martin in seinem Torwartspiel anders als der Ron? Oder ist das im Prinzip deckungsgleich und völlig egal? Oder nö, das nimmt sich nicht viel. Die Jungs kennen sich ja ganz gut. Auch in den Trainingseinheiten haben wir da immer mal geswitcht. Martin hat ja auch in den Spielen, die er für uns gemacht hat, auch wirklich sehr solide gespielt, hat in Havese zu Null gespielt, hat im Pokal zu Null gespielt, hat einen guten Job gemacht, präsentiert sich im Training sehr, sehr aufgeräumt und gut. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass wir da auch irgendwelche Abstimmungsprobleme haben. Da habe ich überhaupt keine Probleme auf der Position. Stefan Hox von Radio 21. Vielleicht haben wir ein bisschen an da vorbeigeredet, aber haben die Jungs von der Bank, die zuletzt nicht von Anfang an in der Offensive gespielt haben, sich jetzt mehr aufgedrängt als vorher? Oder ist die nicht vorhandene Offensivleistung gegen Schalke jetzt der Indikator gewesen, dass jetzt ein bisschen was verändert wird möglicherweise? Das habe ich nicht verstanden. Ach so, ja gut, ich habe ja nach dem Schalke-Spiel gesagt, okay, jeder hat jetzt die Chance. Vorher waren ja schon die Leute gesetzt eigentlich da vorne, die man so erwartet hat. Davor, die Spiele waren wir jetzt ja auch nicht unerfolgreich. Also, habe ich ja nicht gesagt. Nee, also ist ja auch okay. Also, aber ich habe ja halt gesagt, diese Woche hat jeder die Chance, sich zu präsentieren. Heute ist Donnerstag. Wir haben gerade trainiert, wir trainieren Freitag noch und Samstag noch und ich habe den Jungs auch gesagt, dass ich halt bis zum Schluss die letzten Eindrücke halt für mich auch mitnehmen will, um auch wirklich zu gucken, wer dann auch in der besten Form ist, um am Sonntag auf dem Platz zu stehen und wenn Maxi Bayer, Lukas Hinterseher, Linden Meiner in dieser Woche die beste Trainingsform hatten, warum sollen sie nicht auch wieder spielen? Andreas Willecker. Verletzte überhaupt? Ich meine, wie ist da die Personalsituation? Patrick Ochs, Philipp Ochs, Gott, das ist das zweite Mal, dass ich einen Fehler mache, Entschuldigung. Philipp Ochs ist halt noch verletzt. Marc Lamptey ist noch krank, der hat wirklich eine schwere Grippe. Ansonsten Ron verletzt, ansonsten haben wir alle Spieler an Bord. Stefan Ochs. Spannend finde ich ja, Stichwort Zeit und Geduld, kriegt man eigentlich mit, dass in den sozialen Netzwerken schon auch viel positive Rückendeckung da ist. Wenn ich dann da so bei Twitter mal reinschaue, da wird ja sogar von Papa und Papito und so gesprochen, Zimmermann Freitag und so, kriegt man das mit oder gar nicht? Ich gar nicht, wirklich, ich beschäftige mich damit gar nicht. Theoretisch tut es aber gut, oder?
Unterstützung tut immer gut. Ich freue mich natürlich auch. Also nochmal, ich denke, ich bin selber sehr, sehr kritisch. Ich merke natürlich auch, dass jetzt für Hannover-Verhältnisse die Grundstimmung noch eine sehr positive ist. Das freut mich und ich glaube, dass die Jungs ja auch zumindest das damit zurückzahlen, dass man ihnen auf dem Platz anmerkt, dass sie wirklich kämpfen wie die Löwen und alles investieren. Nochmal, für mich gilt, dass ich mache meinen Job so gut ich kann und versuche mich so wenig wie möglich von den wesentlichen Dingen abzulenken. Deswegen ist das nicht mein Thema. Klar, wenn es dann so ist, dass es da noch positiv ist und dann hoffentlich auch nach Sonntag noch positiver ist, freut mich das natürlich, klar. Andreas Willecke, dann das Packer. Wie ist denn jetzt das weitere Vorgehen mit Ron? Wie lange wird er ausfallen? Was wird mit ihm jetzt gemacht? Und habt ihr entschieden, ob ihr eventuell jetzt doch noch einen Torwart dazu nehmt oder nicht? Es ist erstmal nicht geplant, einen Torwart dazuzunehmen, das als erstes. Das zweite ist, dass wir natürlich jetzt auch einen Behandlungsplan für Ron erstellen. Aufgrund der Verletzung ist jetzt die ersten 14 Tage so gut wie nichts möglich, außer dann Behandlung. Aber nach 14 Tagen sehen wir es schon zu, dass wir ihn dann auch so schnell wie möglich wieder in die Belastung bekommen, dass er nicht so viel Substanzverlust hat. Ron ist da sehr positiv und sehr motiviert. Und ja, ich denke, wir sind jetzt auch in der medizinischen Abteilung richtig gut aufgestellt. Die Jungs machen da einen absoluten Top-Job, dass ich schon glaube, dass, ohne jetzt da Druck machen zu wollen, dass wir das in der bestmöglichen Zeit dann auch hinbekommen können. Lars Beiker von der Bild. Ich mache nochmal einen Anlauf. Wenig Tore, hast du selber gesagt, jetzt zuletzt auch zu wenig Chancen. Mhm. Die Spieler konnten sich diese Woche anbieten. Ich frage mal konkret, war denn Patrick Tomasi einer, der sich angeboten hat? Das wäre ja normalerweise einer, der nicht dabei ist, außen vor ist. Ist er denn eine Möglichkeit für die Bank? Oder kannst du was Positives sagen oder möchtest du vielleicht auch gar nichts sagen? Ja, also ist jetzt, ich werde jetzt nicht anfangen, über einzelne Spieler zu sprechen. Wir haben jetzt genug Möglichkeiten gehabt, sich in eine Position zu bringen. So, wir haben wirklich eine gute Qualität auch an Offensivspielern. Liegt dann am Ende an mir, dann auch die richtigen auszuwählen fürs Wochenende. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, einzelne Trainingsleistungen irgendwie jetzt hier zu bewerten. Gibt es noch Fragen? Andreas Willecke. Zu Lukas Hinterseher natürlich. Ist der Stürmer, der euch jetzt auch ein paar Tore bescheren soll, zweischneidige Leistung, wie ich meine, gegen Schalke. Einerseits kommt er kaum in Position, kriegt keine Bälle, auf der anderen Seite ist er auch nicht so, dass man sagt, okay, der setzt sich da jetzt hundertprozentig gut durch. Wie gehst du mit ihm um? Ist er auf jeden Fall gesetzt und muss man ihn auch irgendwo aufbauen, kitzeln, streicheln? Ja. Ist er selbstkritisch? Na klar, also Lukas ist ja dann auch ein super Typ, der auch dann auch selbstkritisch ist und auch nicht zufrieden ist damit und sich dann natürlich auch selber eine gewisse Art von Druck macht. Ich finde aber trotzdem auch damit gut umgeht, immer positiv ist und wirklich vorangeht in der Kabine und auch außerhalb und auch eine gute Atmosphäre versprüht. Ich habe das auch gesagt, dass wir ihn natürlich noch nicht so in Szene gesetzt haben, wie das dann halt für einen Mittelstürmer wichtig ist. Trotzdem gebe ich dir auch recht, dass jetzt die Leistung gegen Schalke schwächer war als in den Spielen zuvor. Das muss bei ihm auch wieder besser werden am Sonntag, aber da gibt es für mich keine Überlegung, jetzt ihn am Sonntag nicht spielen zu lassen. So, es scheint alles gefragt, alles geklärt. Guck nochmal in die Runde, das ist so. Dann noch der kleine Hinweis, 160 Fans werden die weite Reise nach Regensburg auf sich nehmen. In dem Sinne, Jan hat es gesagt, kann eklig werden, wir freuen uns trotzdem noch. Danke. Mit einem schönen Ende. Na klar. Ciao. Tschüss.